Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051 und Maruna MC. Wenn du aus dem Bild springst, spring ich auch raus. Ich bin eigentlich nur einmal hochgehopst. Egal. Mir war das draußen. Beim letzten Mal hatten wir uns überlegt, also Mevihar und ich, dass wir ein bisschen Kuchen brauchen. Dementsprechend möchte ich diese Farmen dann endlich mal für den Kuchen anlegen. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, bin aber noch nicht so weit gekommen, wie ich gerne wäre. Maruna juckelt an mir rum. Oh ja. Ein bisschen verrückt sein darf man auch manchmal. Ja, ich werde hier mal euren hässlichen Bunker hier umbauen. Der hässliche Bunker, ja. Dann hatte ich Felder angelegt und festgestellt, ups, man sollte vielleicht noch Sprinkler reinmachen, um die Felder zu wässern. Was haben wir denn vorne für einen Boden? Ist der aus... was ist denn da gerade runtergefallen? Da ist gerade irgendwas Orangenes runtergefallen. Das ist aber jetzt interessant. Ich habe Sprinkler gesetzt und dadurch, dass ein Sprinkler auf einem leeren Tank sitzt, werden die Felder gewässert. Guck dir das an, es werden immer mehr Felder nass. Ich habe noch gar kein Wasser drin. Das ist ja wohl mal immer Bug-Using. Da ist gerade irgendwas durch die Gegend geflogen. Ja, dann lass das doch einfach mal so. Ja, es könnte mit Sprinkler vielleicht ein bisschen schneller wachsen, aber wenn das so gewässert ist, soll mir das reichen. Jetzt habe ich eine Karotte und Erde. Okay, Quatsch beiseite. Ich wollte den ganzen Mist anschließen. Habe hier schon mal ein paar Fässer aufgestellt. Die habe ich, glaube ich, noch nicht harmonisiert. Ich glaube, ich habe überall denselben Boden. Irgendwo habe ich eine Dolly. Ich habe so viel Kram dabei. Ist furchtbar. Fass hier hin. Und in das Fass hätte ich gerne Weiß. Keine Hand frei. Haben wir es dabei, aber das ist richtig. So. Das heißt, für dieses Fass nach da hinten hätte ich jetzt zum Beispiel schon mal Zuckerrohr. Damit ließ ich ja schon mal was anfangen. Bearbeiten können wir das immer noch später. Wir können das so einfach in unseren Knäppsack machen. Frag mich gerade, warum hier Raw Rubber, Rubber Sapling und Sugar Canes drin sind. Wo hier? Ja, in dieser einen Kiste, wo eigentlich nichts dergleichen drin sein dürfte. Ich habe keine Ahnung. Schmeiß das alles mal weg und hoffe, das war ein Zufall. Kann natürlich sein, dass der irgendwie mal wieder weiter abbaut, wie er soll. Das ist dann mal in dem Moment lustig praktisch und insgesamt sehr nervig, weil dann wird die Kiste irgendwann mit Scheißdreck überlaufen, die nicht dort wachsen sollte. Ach, den meinst du? Jetzt verstehe ich, was du meinst. Wo bist du denn da? So, hier saugen wir dann... Du hattest den vorhin mal andersrum aufgestellt. Hier saugen wir dann jetzt... Was hin? Einfach vorne dran auch hin. Hallo, ich höre dich. Ja, ich mache hier mal ein bisschen mit dem Zauberstab ein bisschen Spielchen. Ich wollte eigentlich mir gerade noch einen größeren Zauberstab machen, den Silverwood Wand. Und dann habe ich gemerkt, geht nicht. So, hier wachsen Karotten. Sehr schön, die kommen dann hoffentlich da rein. So, kommt hier nicht diese Scheiße. Karotten durch die ist jetzt Gott sei Dank nicht. Also gehört. Und hier haben wir eine Standard-Getreidefarm. Da muss ich aufpassen. Oder kommt ein Zombie? Wo kommt der denn eigentlich her? Ah, vom Baum bestimmt. Und tschüss. Ja. Flüng, flüng, flüng. Sammelst du eigentlich den ganzen Rotz, der dann entsteht, auf, oder? Theoretisch schon, wenn mein Inventar Platz hätte. Oh.
hast du was eingesammelt? Schön, danke. Oh. Jetzt hat er schon so eine riesen fette Tasche immer dabei und hat trotzdem was geschaut. Was da nichts reinmachen, außer Karotten. Ne, normal sammelt er schon alles auf. Ja, keine Ahnung, ob der überhaupt die Karotte nur abbaut oder ob eine neue gepflanzt werden soll. Da fällt mir dazu natürlich ein, dass man vielleicht schlauerweise... die Karotten mit einer höheren Priorität erst wieder in den Planter macht, bevor man sie ins Fass pumpt. Wäre ganz sinnvoll. Ja. Damit der immer zuerst voll ist. Und es auch weiter welche angepflanzt werden. Ich weiß nicht, ob die benötigt werden. Sehen wir ja dann. Na, eigentlich habe ich dir ja gesagt, hätte ich auch eine Karottenfarm, aber die wollte es nicht haben. Ich brauche eine größere. Für was denn? Schneller, überhaupt? Besser, weiter. Für was denn? Was willst du mit 10 Millionen Karotten? 10 Millionen Karottenkuchen bauen. Und wofür brauchst du die Karottenkuchen? Für die Kekimurus. Was für ein Ding? Die kuchenfressenden Pflanzen. Kuchenfressende Pflanzen. Also fleischfressende kenne ich. Ja, das hier werden kuchenfressende. Das kenne ich nicht. Ja, siehst du mal. Ach Mann, ich wollte dich hauen. Wir hier. Komm her. Komm. Wird nicht weglaufen. Einen für die Samen. Der Enderman haut die ganze Zeit ab. Der ist feige. Ich muss der Samen mit einer höheren Priorität hier rein. Komm. Put. Und mit einer kleineren ins Fass. Und deshalb ist er abgehauen. Der hat Angst gehabt. Und was brauchen wir denn noch? Von der Weizenfarm. Weizen vielleicht. Klingt zumindest, als sei es hilfreich. Dass er einer Weizenfarm Weizen angebaut wird. Ja, das klingt ein bisschen sinnvoll. Ah, ich komme noch zu nichts. Ich muss ein bisschen Gas geben. Damit wir hier am Ende der Folge auch wirklich alles umgebaut haben. Ich finde es immer noch faszinierend, dass die Sprinkler ohne Wasser die Erde wässern. Ja, stimmt, das hast du vor der Folge. Ob die Erde wässern, wenn ich es auf einen Steinblock setze. Ha? Da müsste man noch testen, ob sie die Erde wässern, wenn ich sie auf einen Steinblock setze. Hast du noch nicht? Nee, ich habe sie bis jetzt immerhin auf Wassertanks. Oder Tanks, in die ich potenziell Wasser pumpen könnte. Der Sludge-Boiler ist ein bisschen langsam, kann das sein? Weil unten die Fluid-Conduits sind alle voll. Nicht, dass ich wüsste. Mal gleich in den Harvester rein. Aber Shadow hat da kein irgendwie sinnvolles Ablaufsystem und da er auch nirgendwo Kisten hinstellt und immer alle Kisten abreißt und immer direkt aus dem Harvester abpumpt, wie man hier sieht von seiner Farm, weiß man natürlich nicht, wann das Ding überläuft und Scheiße drin ist. Deswegen habe ich immer diese Kiste hinten dran. Das ist nicht ganz so hübsch, aber du kannst direkt sehen, oh, die Kiste läuft über, dann wird der Harvester wohl auch voll sein und kann nicht mehr abpumpen. Ah, das ist okay. Und man kann das Problem halt vor Ort beheben und nicht irgendwo, keine Ahnung. Die Fluid-Conduits habe ich alle irgendwann mal gelegt. Die sind von mir und die sind sinnvoll verlegt. So. Ja, aber es kann sein, dass der Sludge-Boiler nirgendwohin abpumpen kann. Doch, das hatte ich ja auch gemacht. Ich meine, sein Zeug, was er herstellt. Ach so. Ja, aber dann bist du schuld. Nä. Du hast den Sludge-Boiler installiert. Ja, aber ich hatte eine Zwischenkiste. Aber die haben wir doch immer noch, oder nicht? Nee, die hat Shadow natürlich abgerissen. Aber gut, da sollte eigentlich nichts drin sein, weil alles, was nirgendwo reinpasst, wird automatisch in den Mülleimer gepumpt. Genau, irgendeine Lösung hat man dafür. Oh ja, der kommt gar nicht mehr mit, der Sludge-Boiler. Da ist so viel los. Ja, wobei, doch, die Harvester sind eigentlich leer. Und der Endertank verbraucht auch Zeug. Der leert sich. Der Sludge-Boiler ist Full Power am Laufen. Wir brauchen einfach noch einen. Ja, aber der Endertank leert sich. Also von dem her passt schon noch. Hallo? Ja, hallo? Oh, hatte gerade einen mega. Was wollte ich denn jetzt hinten bauen? Hm? Ah, ich wollte Weizen holen. Ich hatte gerade Lag. Nö, bei mir läuft alles flüssig.
Seit ich den PC ein bisschen aufgestockt habe. Einwandfrei. Trotz Aufnahme, trotz allem. Dachte schon, mein Zauberstab ist leer. Du sollst halt nicht so viel damit rumspielen. Macht aber Spaß, ein Stöckchen zu spielen. So, auch rein. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich nicht schaffe, Weizen da rein zu pumpen. Zum Glück können wir fliegen. Der passt leider rein, da brauche ich hier auf jeden Fall Itemfilter. So, ein Glück ist, dass die Wege hier eigentlich doch nicht so viele Blöcke fressen, wie sie aussehen. Deshalb hebt mein Zauber. Schon wieder leck? Ja. Deshalb hebt ich immer gerne Spaß. Sage, du solltest weniger Pornos laden. Piep. Piep, piep. Na hallo, hier haben wir haben auch Zuschauer unter 18. Können sie dann nicht solche Wörter benutzen? Also, als ob diese Aussage jetzt so schlimm ist. Ja. Macht gleich hier ein Erwachsenenprogramm draus. Ja, da würde ich davon erzählen, was da zu sehen ist. Bienchen und Blümchen, was gibt's da zu sehen? Ich verkneife mir jegliche dummen Kommentare. So, vielleicht reicht's wirklich noch für die Etage. Hier haben wir noch ein paar, die wir wechseln müssen. Ja, hat gereicht. Ach, wir haben einfach keine Farben mehr, glaube ich. Gut. Danke. Ich glaube, ich baue hier sogar ein Gewächshaus drüber. Hättest du da was dagegen? Wo? Na hier. Dass ich so über die Farm so ein Gewächshaus drüber baue. Weiß nicht, welche Pflanzen unbedingt Tageslicht oder sonst irgendwas brauchen. Ein Gewächshaus ist aus Glas. Das funktioniert normal trotzdem. Ja, ich sage ja, ich weiß nicht, welche Pflanze da was braucht. Da sind ja Endermen schon wieder hin. So, gucken wir nach dem Karottenkuchen. Also Karotten hätten wir dann angebaut. Die Backform bauen wir uns einmal. Zucker lasse ich herstellen. Entweder direkt Crafting im Pulverizer könnte ich zwei Zucker aus dem Zuckerrohr heilen. Interessant. Oh, der Enderman hat einen Apfel geklaut. Wahrscheinlich werde ich pulverisern. Und das Mehl... Oh, heute glaube ich, ich bin daneben klicken. Das Mehl kriege ich. Ich müsste mir nur ein cooles Design dafür überlegen. Komischen Maschinen, das würde ich wahrscheinlich shapeless craften, obwohl das ist natürlich auch kacke. Mehl? Ja, Mehl oder? Ist shapeless. Oder du hast den Pulverizer. Ich hier zwei Maschinchen und gut ist. Und natürlich eine Anbindung zur Energie. So, hier oben sind wir eigentlich durch. Siehst du? Endermans. Hier. Doofe Dinger. Haben hier unten einen Erdblock geklaut. Aha. Jetzt läuft hier Wasser raus aus deiner Farm. Was? Echt? Ja. Nee, oder? Gerade hast du noch gelacht. Doch, hier. Ich bin nicht da, aber ich glaub's dir, ist unfassbar, wie dreist diese Viecher sind. Hab mich schon gewundert, wo das Wasser herkommt. Ich leuchte mal wieder auf. Ja, ich habe natürlich zugebaut gehabt. Ja, ja, gerade ist der Enderman hier mit dem Erdblock rumgelaufen. Muss mir nur noch ein cooles Design dafür überlegen. Ja, mir ist noch eingefallen, was ich noch unbedingt machen müsste. Soll ich hier ein Gewächshaus bauen? Dong, ein Steinchen. Toll. Ah, ich hab doch... Ring of Magnetization. Out of range. Jetzt wollte ich einmal wireless zugreifen aufs ME. Dann bin ich zu weit weg. Meiner Stahl und Glas, das kriegen wir hin. Der andere Dings regt mich wahnsinnig auf. Meiner Stahl. Immer noch zu weit.
geht der andere Schritt nämlich viel schneller. Scheint irgendwie so zu gehen. Tatsächlich eine gammelige Linse. So, wir sind auch schon bei 15 Minuten. Ja, ich brauche noch zwei. Das wäre ja rekordverdächtig. Größerer Ring der Magnetisierung, cool. Dazu brauche ich jetzt Eisen und Gold. Das kriegen wir auch noch hin. Wenn hier Gold liegt. Jawohl. Und noch ganz viel Eisen. Jetzt meistens Meviar machen lassen. Na, heute kannst du Meviar sagen. Ist ja gerade nicht da. Ach, jetzt habe ich vergessen, Meviar zu sagen. Mach ich ja so gerne. Ich crafte hier mal ein paar tausend Cleanstone. So. Und jetzt wieder nur Mana-Stahl. Und zur Not noch ein Terra-Stahl. Zu Botania gewechselt? Was? Ob du jetzt hier Mana-Stahl, ein Terra-Stil. Das ist ja Botania, oder nicht? Ja, ja, ich dachte nur, das wäre irgendwie schwer herzustellen und ich müsste noch irgendwelche Runen und Rezepte und sonst was. Ah ja, hier, cool. Was ich euch sagen wollte, ich bin ja hier letztes Mal fast vor ein paar Mal schon verzweifelt, dass es hier nicht zusammenhängt mit dem Nei. Wenn ich hier irgendwas im ME eingebe, da könnt ihr hier Search-Box-Mode umstellen. Wenn ich jetzt hier irgendwas suche, dann ist es, geht's auch. Ja, irgendwie ja. Ging das. Jetzt habe ich hoffentlich den besseren Magnet. So, jetzt. Ja, Auto-Search ist nur hier drin. Und Nei-Synchronisation ist, dass beides das gleiche sucht. Das ist ganz cool. Ich muss dann nicht immer zweimal alles eingeben. Ja, außerdem wollte ich eigentlich ja vorne noch das Zeug wegkauen. Ich glaube, das mache ich auch noch gleich. Ich habe jetzt genug. Wie du möchtest, also ich kann hier jetzt enden, muss aber nicht. Ja, ich brauche, glaube ich, nicht lang. Brauchst nicht lange, bist immer ganz schnell fertig. Na, beim Bauen hier schon. Ich wollte ja hier nicht jugendfreie Aussagen machen. Deshalb habe ich es aufs Bauen bezogen. Diesmal sogar absichtlich. Oh, fuck. So, Energie haben wir. Dann brauche ich auf jeden Fall den Pulverizer. Und den Assembler. Nein! Jetzt habe ich meine Schlüssel weggeworfen. So, die Maschinen haben Energie. Ja, eine hat Energie. Beide Energie. Kann ich hier auch in beide rein und raus. Da machen wir nichts. Komm weg. Und dann gucke ich mal, wie ich das hier geregelt kriege. Wie gesagt, wenn ich den Zucker rausziehe. Sagen wir, nee, der Zucker ist grün. Ich ziehe ihn mit Rot raus, fertig und mache ihn mit. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen hier. Unstable, stable ingot. Boah, da ist Scheiße. Gleich ist es vorbei. Mach ihn mit Rot rein. Dann wird er hier gemahlen. Sehr schön. Hätte ich hier schon mal gemahlenen Zucker. Und das schon in der. Oh, ja, in der fertig abgegradeten Maschine. Wollte sagen, das geht aber fix. Warum habe ich hier Living Rod? Die Waschmaschine klingelt, also mein Handy. Die Waschmaschine ist fertig. Muss ich gleich nach meiner Wäsche gucken. Mache ich nach der Folge. Gut, Folge ist fertig. Die Folge ist fertig. Hast dein Zeug erledigt? Ich bin so gut. Ich räume hier gerade ein bisschen auf. Hau ein bisschen Zeug ins ME. Kannst du mal aufhören, mich hier Zeug zuzumüllen? Werf mal irgendwas hin, bitte. Wie hin? Ja, was? Einfach nur auf den Boden. Ich hab nichts mehr, ist schon alles weg. Irgendwas. Ist schon alles weg.
Hab nichts. Irgendwas wirst du doch noch dabei haben. Nein. Dann schmeißt du dein ME-Ding hin. Tja. Klappt. Gut. Als ob du mein ME-Ding kriegst. Den Obsidian kannst du behalten. Es war nur ein Test. Du hast mir schon deinen komischen Gummibaumsaft zugeworfen. Weg ist der Barona. Ich wollte hier gerade mal nach den... Habe ich unter Futter einsortiert. Gut, das wär's von mir aus. Ja, das... Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Oder bis dahin habe ich das hoffentlich fertig eingerichtet, um euch dann zu zeigen, dass zumindest irgendwo am Ende die Kuchen rauskommen. Ja, was machst du mit den Kuchen? Ja, wir machen dann Botania-Pflanzen und die kriegen dann Kuchen. Die kriegen Kuchen zum Futtern. Ja, die machen Mana aus Kuchen. Na, ihr habt eine Klatsche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ja, bis dann. Ciao.